Es gab zu Beginn der Verhandlungen eine persönliche Einlassung des Angeklagten. Er hat sich ja mit entschuldigenden Worten an die Opfer, an die Angehörigen gerichtet. Sodann sind zwei sehr ausgefeilte, dezidierte Verteidigererklärungen erfolgt. Hier wurden gewisse Fehler eingeräumt. Im Übrigen äußert sich der Angeklagte nicht zu den Anklagevorwürfen. Das ist natürlich sein gutes Recht, aber eine gewisse Lücke wird dadurch nicht geschlossen. Und das wird die weitere Beweisaufnahme zeigen, ob wir hier noch weitere Erkenntnisse gewinnen können.